Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr da seid, Freunde. Wie ihr unschwer erkennen könnt, am Hintergrund mit dem Benz oder an meiner Cappy. AMG, Freunde, so und nicht anders. Wir reagieren heute auf Montana Black. Er holt seinen neuen S63 AMG E-Performance ab. Geisteskrank. Wir starten direkt mit dem Video, Freunde, ohne viel zu labern. Let's go. Moin Moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es ein neues Video in aller Frische. Ich hoffe, euch geht's gut, euren Familien geht's gut. Ihr habt viel Gesundheit und viel Glück in eurem Leben. Das ist das Wichtigste an erster Stelle. Wir von heute mein neues Auto abholen, den S63 S AMG. Den habe ich mir bestellt und der ist heute am Start. Ich bin sehr aufgeregt hier aus der neuen alten Zentrale. Momentan streame ich ja von hier nur und nicht mehr aus dem Keller mit den wunderschönen Playbutton. Da fehlen noch ein, zwei Stück, aber es... Ich feiere das sehr mit den Playbuttons, so schön schlicht, nicht so viel Schnickschnack, nicht zu viel LED oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie das nachts aussieht. Man kann bestimmt hinter diesen Playbuttons so LED packen, das sieht geil aus. Ich weiß ja nicht, was sagt ihr, wann bekomme ich meinen ersten Playbutton? Eine Optik, die mir sehr gut gefällt. Wir wollen noch mal ganz kurz in die Garage reingehen, weil ich noch meine schnelle Brille brauche. Ich habe mir nämlich die Augen lasern lassen vor ein paar Tagen oder vor einer Woche. Und bin noch ein bisschen lichtempfindlich. So, hat sich auch ein bisschen was verändert im Haus. Also so Kleinigkeiten, Bilder und sowas. Man lebt sich dann ja nach einer gewissen Zeit ein, würde ich sagen. Bro, hat es gesehen? Wie viele Cappies hat der hier bitte? Ich habe eine und das ist die hier von AMG. Und die gehört nicht mal mir. Auf jeden Fall so viele Cappies und auch Jacken. Brutal, Alter. Gewissen Zeit ein, würde ich sagen, aber ich hatte mal überlegt, eventuell auch noch mal ein separates Video zu machen, ob es jetzt hier beispielsweise die Kleinigkeiten sind, wie die Grünpflanzen. Ich habe sehr viel Grünpflanzen mittlerweile auch hier im Haus überall hingehängt. Ich zeige es, am besten Beispiel ist, glaube ich, die Gästetoilette. Also ist jetzt keine krasse Veränderung, aber man hat hier halt überall irgendwie jetzt so kleine Details, ne? Grünpflanzen, Kunst von meiner Oma, was sie selber getöpfert hat. Ich hab Vogelzwitschern. Einfach irgendwelche nackten Skulpturen. Die hat die Oma getöpfert. Ich werde alt, ich weiß. Ich hab Vogelzwitschern, wenn ich hier reinkomme. Wir haben hier das wunderschöne Underground 2 Poster. Ich dachte, das ist ein Audio-Hintergrund. Keine Ahnung, der hat sich eine Soundanlage. Eine Vogelgezwitscher-Soundanlage im Haus gegönnt. Was? Halt, ich glaube, kann jeder nachvollziehen. Je länger man in einer Bude wohnt, desto mehr Details fügt man da auch hinzu. So, hier steht der GLS. Aha. Ich denke, den werde ich noch behalten. Aha. Ich habe überlegt, den auch abzugeben. Aber ich glaube, ich werde ihn einfach noch ein bisschen behalten. Vielleicht gebe ich ihn aber auch ab. Ich bin da noch unentschlossen. Den Lambo kennt er ja. Hier steht noch ein bisschen Kleinkram rum. Hier steht mein Fahrrad. Dieser Lambo ist anderes Level. Die Farbe, dieses Neon-Grün-Gelb. Boah, brutal, brutal. Mein Rennrad. Womit ich auch schon einige Fahrradtouren gemacht habe. Eventuell mache ich davon auch mal von dem Fahrrad. Während dein knallgrün-gelber Neon-Lambo Huracan Performante in der Garage rumlauert wie ein Bulle und daneben so ein mächtiger GLS, hat er einfach mal hier auf entspannt zwei Fahrräder. Auf bodenständig. Nice. Hat dann auch eine Fahrradtour, da steht noch mein Cannondale, ist auch scheißegal. Ich will eigentlich nur meine schnelle Brille holen. Komm, wir gehen mal kurz rüber. So. Hier steht das Fahrrad von den Fahrradstreams. So, wo ist die schnelle Brille, Digga? Wo ist die schnelle Brille? Da ist die schnelle Brille, Digga. Die habt ihr alle gefeiert, oder? Ich finde die, Digga, ich finde die richtig cool. Oh, oh ja, Digga. Die werde ich auf jeden Fall ein bisschen brauchen, weil ich noch ein bisschen Lichtempfindlichkeit ist und das auch. Also eine Sonnenbrille nach einer Laser-OP an den Augen hilft beim Heilungsprozess. Ich will nicht besonders doof aussehen, aber wenn die Sonne nicht scheint und eine Sonnenbrille tragen, bin ich immer kein Freund von. Aber wenn es der Gesundheit dient, dann bin ich dabei. Also, wir fahren jetzt los, holen so einen kleinen Snack und dann holen wir das neue Auto ab. Ich bin gehypt. Yalla. Yalla. So, Freunde, wir sind jetzt hier noch kurz ein Brötchen holen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist schon 13.46 Uhr. Ist es 13.46 Uhr schon, Alter? Alter, bis gleich. So,
ihr wisst, ich bin extrem großer Freund von Gurken. Und bei mir muss immer extra Gurke. So, nicht anders. Sag euch ehrlich, Gurke ist für mich Kindheit. Er sitzt einfach im GLS 63 und gönnt sich eine Laugenstange oder was ist ein Laugenbrötchen mit 500 Gurken. Kann man machen. Am liebsten noch mit Gewürzsalz oben drauf. Da schmeckt die Gurke am besten. Zurück. Alles gut, Freunde. Hey, unbegrenzt. Macht euch keine Sorgen. Kein Stress. Kleine Anekdote am Rande. Hier war früher Möbel Boss. Da bin ich hingefahren, das war vor YouTube. Damals noch mit Anna. Da haben Oma und Opa mich vollgelabert, dass ich einen Job brauche und arbeiten gehen soll. Dann bin ich völlig zugekifft. Hier hingefahren, hatte ein Bewerbungsgespräch. Ich hatte da noch keinen Führerschein. Dann bin ich ausgestiegen. Hab gesehen, dass vorne im Eingangsbereich auch noch Leute standen, die auch ein Vorstellungsgespräch hatten. Hab das gesehen, hab mich umgedreht und bin bei Anna wieder ins Auto gestiegen und hab einfach draufgeschissen, Digga. Krass. Überleg mal, Freunde, das ist auch eine krasse Anekdote. Boah, ich bin ja richtig rot, Alter. Solarium kickt. Was ich gerade sagen wollte, Freunde, zu dieser Geschichte von Monte, das inspiriert mich sehr, wirklich. Ich selbst bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich sowas höre, dann macht das immer was mit mir. So, egal wo du bist, wo du gerade stehst, egal wie jetzt deine Anfangsbedingungen sind, wie deine Situation ist, wenn du einen Traum hast, dann zieh durch. Zeig uns, was du drauf hast. Zeig mal Disziplin. Zeig mal Durchhaltevermögen. Zeig mal Konstanz. Wille. Ehrgeiz. Zeig uns das mal, weil wenn du das hast, dann hält dich nichts auf. Du wirst dein Ziel erreichen, 100%. Guckt mal Monte, was er gerade erzählt hat. Seine Großeltern haben die ganze Zeit angemotzt, bla bla bla, du bist arbeitslos, du brauchst einen Job. Er ist bei Möbelboss gegangen, wollte sich bewerben, hat da, keine Ahnung, 100 Bewerber gesehen, ne? Ich übertreibe ein bisschen, aber dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Okay, dass er bekifft war, davon Distanz, ne? Finger weg von Drogen, aber es geht ums Prinzip. So, er hatte gar nichts, er hatte nicht mal einen Job und jetzt, was macht er jetzt? Er ist gerade auf dem Weg, seinen 280.000 Euro Mercedes abzuholen, den S63 E-Performance. Also wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Bleib dran! So, wir sind jetzt in Stade bei Mercedes. Hier hole ich jetzt gleich die S-Klasse ab. Ich erzähle euch ganz kurz, warum hole ich mir jetzt die S-Klasse. Ganz simpel, Robert, der Verkäufer, der hier mir den Wagen verkauft hat, hat mir den für ein paar Tage mal als Probe mitgegeben, hat es mir angeboten, ich habe es angenommen und da habe ich mich in den Wagen einfach verliebt. In den Luxus, ins Interieur, in das Auto an für sich. Natürlich Geländewagen auch geil, Limousine auch geil, hat beides Vor- und Nachteile und ja, G steht für gönnen, man muss sich immer gönnen, so ist ja auch mein Lebensmotto, das wisst ihr auch, deswegen steht es ja auch auf Gönnergy, G steht für gönnen, so lebe ich und jetzt gönne ich mir heute selber, Digga. Und ich hoffe, ihr könnt euch alle auch irgendwann mal genauso gönnen, denn ich wünsche euch nur das Beste. Also, wir gehen jetzt rein und holen den Wagen. Inshallah, wir alle. Let's go. Ja, Marcel. Der Verkäufer des Vertrauens, wie geht's? Herzlich willkommen, heute geht's los. Jetzt geht's rein. Hintertürchen immer gut. Boah, jetzt bin ich gespannt, Digga. Gehen wir direkt durch. Boah, wie dieses Gefühl sein muss, wenn du gerade so von Mercedes empfangen wirst. Du gehst rein, du weißt, ich hab's geschafft so. Ich hab's geschafft. Ich hole jetzt mein fast 300.000 Euro Auto ab, was ich mir selbst erackert habe. Geil, muss bestimmt ein brutales Gefühl sein. Habt ihr den so spezial wieder unterm Tuch? Vielleicht. Ich habe ihn natürlich schon vorher gesehen. Ich habe ihn auch diesmal nicht in Schwarz oder Weiß genommen, so wie man die klassischen Farben nimmt, sondern ich habe ihn diesmal in einem Grauton genommen. Einfach, weil ich mal Bock hatte auf was anderes. Ich habe den Wagen ja auch schon mal bei meiner WhatsApp-Gruppe oder so gezeigt. Also ist jetzt nicht so, als wenn man den... Kommt in meiner WhatsApp-Gruppe. 99% von euch sind wirklich faule Ratten. Vorher noch nicht gesehen hätte. Ich habe ihn vorher auch schon gesehen. Wir haben noch ein bisschen ein paar Kleinigkeiten umfoliert. Aber wirklich nur Kleinigkeiten. Und da steht das Baby.
Ah, sogar schön mit Licht und so. Der Robert weiß, wie man es macht, ne? Das ist ein Schlachtschiff auf jeden Fall, ne? Ja, soll ich selber ziehen oder? Nee, wir ziehen gleich. Erstmal kannst du hier. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal vor. Vors Auto und ich mach mal so langsam den Zieher. Die Front ist am brutalsten. Ja, komm, zieh. Stopp, ganz kurz, gib mir ein paar Sekunden. Ich muss mich erst mal darauf vorbereiten. Ich weiß, ihr sagt, hör auf zu stoppen, aber ich muss kurz. Oh ja. Schön. Das gefällt mir sehr gut. Auch der Farbton, boah. Also ich sag dir ehrlich, für mich ist das einer der schönsten Mercedes von der Front her. Der hat so eine brutale Schnauze. Ja, schön. Okay, geil. Für die Leute, die es jetzt noch nicht verstanden haben, ich feiere die Farbe auch sehr, auch mit diesen schwarzen Akzenten so, die ja eigentlich chrom sind. Er hat die schwarz gemacht, das sehe ich direkt. Geil gemacht, wirklich. Also Geschmack von Monte. 63S, der neue, als Day One Edition. Die Day One Edition erkennt man durch die goldenen Bremssättel beispielsweise. Genau, die Felge ist auch speziell für die Edition One, ne? Genau, die Felge auch. Allein diese Carbon-Keramikbremsen kosten so 8000 Euro oder so. Felge, die so eloxiert ist, so wie die eloxierten Anbauteile vorne. Mhm. Das heißt, wir haben ja, das hast du live noch nicht gesehen, wo wir noch drüber gesprochen hatten, ob wir schwarz machen wollen. Ja. Aber es ist ja schon in Anthrazit und eloxiert, ne? Genau, vorne habt ihr jetzt schwarz gemacht? Nein, richtig? Das ist so. Das, ach so, ist das so gehört halt ab Werk. Okay. Ich habe hinten den Heckbereich haben wir schwarz gemacht. Genau, hinten haben wir ein bisschen was verändert, das kann ich euch nochmal zeigen. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Wir haben hier hinten die Chromleiste in schwarz gemacht. Und das AMG-Zeichen auch in schwarz, beziehungsweise ein neues Logo drauf. Das hat Robert in kurzer Zeit noch ermöglicht. Das S63-Zeichen bleibt rot. Das sollte auch rot sein, finde ich. Also für die Autoliebhaber und Kenner, bei Mercedes ist es normalerweise so, wenn das Typenzeichen, ob es jetzt hier S63 ist oder GT63, wenn das rot ist, heißt es, dass das Auto Hybrid ist. Nice. Extrem schöner PKW. Der Luxus, den du beim Fahren hast, ist es einfach, was mich überzeugt hat. Mann, Position, genau. Position. Ihr habt ein richtiges Funkloch, Mann. Was ist denn, wenn ich jetzt hier geblitzt werde? So, Freunde, nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn G-Shit für Gönn und so ein Auto zahlt sich nicht von alleine. Kappi, die zweite Lieferung der limitierten Edition sind jetzt für euch am Start. Egal ob bei Edeka, Kaufland, Rewe, überall da, wo ihr Getränke bekommt, bekommt ihr auch die Limited Edition. Denn die erste Lieferung war extrem schnell ausverkauft und ihr solltet euch spurten und so vielleicht noch einen kleinen Vorrat holen, denn es wird sie höchstwahrscheinlich erst wieder, wenn überhaupt, im Sommer geben. Also G-Shit für Gönn, let's go. Okay, ey, sehr, sehr geil. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein, Digga. Oh. Neuwagengeruch. Oh. Boah. Neuwagengeruch ist einfach ein Geruch, den sollte man mal als Parfüm rausbringen, Digga. Das ist eine Marklippe, glaube ich. Marc Abi, falls du das siehst. Ja, wie ihr seht, rote Nähte, rote Akzente, Edition One, Schriftzug. Boah. Was an diesem Wagen, Wahnsinn. Was ich euch nicht zeigen kann, aber was extrem geil ist, das nennt sich 4D-Sound. Das heißt, in diesen Sitzen wird eine Vibration wiedergegeben, die Bass imitiert. Das heißt, selbst bei leiser Lautstärke hast du das Gefühl, dass das Bass in deinem Rücken ist. Ich kann das schwer beschreiben, das ist unfassbar geil. Am Anfang haben wir geredet, Robert, habe ich gesagt, oh, das fühle ich nicht so. Aber dann, als ich es nicht mehr hatte, habe ich es richtig vermisst. Das ist ein unfassbar schönes Auto und kleine Sidetrack ist auch unfassbar teuer, Digga. Was sagst du dazu als Verkäufer? Das Soundsystem oder das ganze Auto? Das ganze Auto. Ja, ist schon ein Wurf. Also ist halt Oberlippe, Unterkante, ne? Schönes Schlossallee. Viel mehr haben wir halt nicht zu bieten bei uns im Programm, ne? Also der war schnellste, der schnellste, der schönste und auch mit unser teuerstes Fahrzeug. Also der schnellste weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall krass. Also ohne Witz, dieses Auto, das ist High-End, das ist Non-Plus-Ultra. Okay, man kann sagen, 280.000 Euro ist wirklich, wirklich viel für ein Auto. Zu viel, auch meiner Meinung nach. Ich finde das zu teuer von Mercedes. Aber trotzdem, das ist Nonplusultra. Besser geht nicht. Dieses Auto, S63 E-Performance, besser geht nicht. Kein BMW, kein Audi, kein irgendwelche 7er, 8er, kein Bentley. Was gibt's noch für Luxuslimousinen? Keine Chance.
Das ist die Benchmark. Hier ist Feierabend. Bis hierhin und ciao. Keine Chance mehr. Ich kenne ja das Auto selbst. Es war hier bei uns in Saarbrücken Mercedes ausgestellt. Ich habe da drin gesessen. Freunde, ich kann euch eins sagen, wenn ihr da drin sitzt, ihr denkt euch, was geht jetzt ab? Was ist los? Wo bin ich gerade? Was passiert mit mir? Du setzt dich hin und das Auto spricht mit dir. Es fühlt mit dir. Es sagt dir, geil, dass du auf mir sitzt. Ich finde das geil. Bitte fass mich an. Bedien mich. Nein, nicht das. Okay? Bei der S-Klasse ist aber trotzdem das Highlight, hinten zu sitzen. Wenn du hinten sitzt und auf diesen Chauffeurknopf drückst, wisst ihr, was dann passiert? Ihr genießt einfach, ihr seid in einem 5-Sterne-Hotel. Scheiß drauf. Herr Bediensteter, bring mir mal meinen Proteinshake. Okay? Du bist King, wenn du da sitzt. Und fertig. Der Wagen kostet, haltet euch fest, rechnet das nicht in D-Mark um, so wie ich es immer mache. Der Wagen kostet, so wie er jetzt hier steht, um die 280.000, glaube ich, ne? 284.000. Das sind... Kein D-Mark. Keine D-Mark. Ich würde es so gerne in D-Mark umrechnen. Aber es ist halt einfach ein schönes Stückchen PKW. Ja. Jetzt fahre ich gleich vom Hof und dann ist er direkt schon 10.000 weniger wert. Geil, Digga. Ja. Nee, wir gehen noch mal hinten. Also es ist einfach ein schönes Auto, Digga. Die also wichtigsten Sachen erkläre ich dir gleich nochmal. Ja. Ich bin nicht so der Freund von Blumen. Ui, oh. Das ist doch nicht mal Schlüsselanhänger und Blume. Das ist irgendwie ja wunderschön. Uncool. Na? Vielleicht fürs Gamingzimmer. Ach, oder für dein... Das ist schon für die Garage. Cool. Das weiß ich sehr zu schätzen. Danke dir. Das ist gerne, ein schönes gerne. Bildchen, Alter. Genau, den Kühlschrank kann man raus. Also echt cooles Geschenk von Mercedes, ne? Klar, bei 280.000 Euro, die man da auf den Tisch legt, kann man sowas mal dem Käufer schenken. Aber trotzdem, nette Geste holt man mit. Und zum Kofferraum fällt mir auch einiges ein. Ich habe das Auto ja schon live gesehen bei Mercedes und ich muss sagen, der Kofferraum ist echt klein. Das liegt daran, dass die Batterie einfach zu viel Platz einnimmt. Bei der normalen S-Klasse ist der Kofferraum viel größer. An meine Stuttgarter Bres, Armand und Endrit, ihr wisst Bescheid, ihr fahrt eine S-Klasse, ihr Rich Kids. Nehmen, ja. Falls du mal Platz brauchst, aber ist halt drin. Da kommen ein paar Gönnergies rein. Jetzt bin ich gespannt. Also hinten fährst du wie ein König. Genau. Eigentlich auch eine Frechheit, dass niemand hier die Tür aufhält jetzt. Wir hatten den Wagen ja mal für ein paar Tage, hatte ich euch erzählt. Und da haben wir im Livestream versucht, die Position einzunehmen. Das hat irgendwie nicht geklappt, weil eine Kinderregelung drin war. Wahrscheinlich die Sperre oder Kinderversicherung drin. Wir haben vorne den Knopf für die Liegeposition. Es ist nur diesen dieser hier? Knopf, der gedrückt halten werden muss. So, und dann macht das er das ist das, hier was ich meinte. Oh, muss ich gedrückt halten? So, da pass mit deinen Füßen ein bisschen auf, da kommt die Fußstütze gleich noch. Man muss sich einmal so ein bisschen in die Liegeposition. Oh. So, da keine neue Schuhe angezogen. So, und jetzt kannst du den entspannt machen. Oh. Und hier ist unser zorniger Kühlschrank. Das wieso habt ihr sogar einen Gönnerschick reingetan? Logisch, wir haben sogar einen Kühlschrank, hier. Ey. Auch geil hier von Mercedes, auch nette Geste. Ist so wie so ein kleines Easter Egg für Monte. Sein eigenes Getränk einfach im Kühlschrank von seinem neuen Auto. Nice. Was ich mich wirklich gefragt habe, man kann ja Serien gucken. Ja. Kann ich auch einen Kopfhörer anschließen eigentlich? Über Bluetooth? Ah, Mercedes eigene Kopfhörer. Die beiden Kopfhörer sind hier drin. Ah, okay. Rechts und links. Mhm. Und die sind mit Bluetooth verbunden, ganz klar. Und dann kannst du dementsprechend deine Serie gucken oder was auch immer geil. Du schauen möchtest. Genau. Sehr cool. Das habe ich mich wirklich vor ein paar Tagen gefragt, ob man da theoretisch gesehen auch Apple-Kopfhörer verbinden kann. Aber wenn sie eigene Kopfhörer haben, ist ja geil. Extremst bequem. Dann machen wir wieder zurück. Dann muss ich wieder den Knopf drücken wahrscheinlich. Ne? Nee, das ist dann der da drunter. Die klassische... Zurück geht schneller. Zurück macht er das. Boah, ey, der Neuwagengeruch. Mit dem Display hier noch in der Mitte und so. Genau, das ist das Bedienelement. Wenn du hier dann dementsprechend entspannt sitzt und einmal verbunden bist, dann haben wir die Möglichkeit, hinten rechts und hinten links dementsprechend das Display oder das System zu steuern. Die Klima kannst du hier drüber steuern. Wenn du nicht hier rumfummeln willst, dann gibst du es dir dementsprechend einfach frei und dann kannst du es in die Hand nehmen und dann dementsprechend alles hier drüber steuern. Ne? Ja, sehr, sehr geiles Auto. Ich weiß nicht, also ich persönlich bin Freund von der Farbe, muss ich ehrlich sagen. Ist mal was anderes. Safe. Aber ich finde grau-schwarz auch eine geile Kombi mit den goldenen Bremssätteln. Finde ich, ist ein geiler Kontrast. Die Felgen kommen auch geil. Also unterm Strich komme ich und zwar im S63. So. Die Schlüssel? Fahrzeugschein? Ja. Schlüsselanhänger mit AMG habe ich dir nochmal bestellt. Das ist sehr nett. Normalen Anhänger mit Einkaufschip. Du nimmst einen Schlüssel, denke ich, mit. Ja.
den anderen ins Auto. Okay. Wichtig, Auto schließt nicht ab, wenn der zweite Schlüssel drin ist. Ich weiß, ja. Genau, genau. Ja. Von meinem GLS suche ich bis heute den zweiten Schlüssel. Das ist so eine Scheiße mit mir und den Schlüssel, ich verliere die immer, das ist so zum Kotzen. Ja, im Safe zu Hause und dann ist das gut. Ja, nutzen wir nur ein. Alles klar, ey, danke dir, Robert. Stark. Wir fahren jetzt vom Hof. Wir werden noch eine kleine Runde mit euch fahren. Hamburger Schmuddelwetter haben wir, es regnet, es ist echt zum Kotzen. Und wie gesagt, ich muss den Wagen sowieso einfahren. Ich hätte ihn natürlich euch auch gerne jetzt nochmal auf der Autobahn präsentiert mit seinen über 800 PS. Macht ja auch extrem viel Spaß, aber wir dürfen ihn nicht schneller als 140 fahren und nicht mehr als 4.500 Touren. Macht ja nichts, egal. Der Neuwagengeruch, Digga. Bist du mir eigentlich gift? Also das muss ich nochmal sagen, das war wirklich das Einzige, oder nicht das Einzige, aber das war echt cool damals beim VIP-Leasing, alle halbe Jahr ein neues Auto. Das hat Spaß gemacht. Aber da sind ja ein paar Sachen vorgefallen. Du hast ja auch noch einen Duftbaum im Handschuhfach. Ja, kenne ich, ja. Belüftung, genau. Ja, genau. Kenne ich, ja. Das ist der AMG-Duft, der neue. Kannst du dir dann ja auch über dein Heizungsmenü dann noch einstellen. Den habe ich letztes Mal angemacht im GLS, als ich übelst Blähung hatte. Das war von Vorteil, sag ich dir ehrlich. So, okay, let's go. Darf ich den Racing-Start trotzdem machen? Nee, Race-Start nicht, aber du meinst Emotionsstart. Emotionsstart? Ja, klar. Aber da dreht er nicht über 4.500 Touren? Nein. Das sind 1,8, 2. Pedal ziehen, starten. Was war das jetzt für ein Start? Also das hat sich eher mehr nach so Elektro angehört, ne? Ah, geil, Digga. Oh, was ist das für... Dieses Türschließen war gerade sehr clean irgendwie. Ein scheiß Wetter, Sikerim. Der komplett Mülltonne, Digga. Es nervt mich gerade so, der Wagen ist so schön frisch poliert. Und guckt euch dieses scheiß Wetter an. Das ist wirklich, als wenn irgendjemand... Guck mal, Freunde, was sehen wir hier? Fein verarbeitetes rotes Diamond Stitching. Ich bin Hamid, der Autoexperte. Espresso geht auf dich. Ich gerade ein Problem damit hat, dass ich diesen Wagen hier vom Hof fahre. Es ist so ein Scheißwetter, Digga. Es hat eben sogar noch gedonnert und geblitzt. Oh, also es blitzt. Gestern waren wir uns 16, 17 Grad, heute gefühlt Sommerschauer. Ich sag euch ehrlich, der ist von innen drinne so ein Meisterwerk. Ich bin offen und ehrlich zu euch, Chat. Das durchgezogene Display hier in der Mitte finde ich im Verhältnis nicht so schön, wie die Displays, die oben im Cockpit drin eingelassen waren. Aber das fühle ich jetzt nicht so, was er sagt. Ganz ehrlich, ich finde dieses Display in der Mitte richtig geil. Das hat diesen eigenen Touch. So, okay, viele würden jetzt sagen, ja, Tesla, dies, das. Aber trotzdem, das ist wie, als hättest du so dein eigenes Tablet neben dir, so deinen eigenen PC. So, du kannst machen, was du willst. Du tippst damit, so fummelst da rum und so weiter. Und ja, was ich aber nicht gut finde, ist, dass die neue C-Klasse zum Beispiel genau das gleiche hat wie die S-Klasse. Das könnt ihr doch nicht machen, Mercedes. Ist doch scheiße. So C-Klasse und S-Klasse, das geht doch nicht. Aber wenn man den einen Augenblick fährt, gewöhnt man sich daran. Es ist so wie so ein kleiner PC, den man auch hat. Ja, und jetzt heißt es, wir müssen die Möhre einfahren. Es gibt viele Dinge. Ambiente Beleuchtung muss ich noch ändern. Ein paar Dinge muss ich noch ändern. Sitzposition. Aber der Wagen ist der pure Luxus auf vier Rädern. Und ich freue mich sehr, dass Non Plus Ultra ich dieses schöne Spektakel mit euch wieder teilen durfte. Und da muss ich, so wie ich es auch immer sage, ich muss ein Geständnis machen, die schnelle Brille brauche ich gar nicht mehr. Meine Augen sind eigentlich echt gut verheilt. Aber aus Prinzip, Digga, habe ich noch die Laser-Erlaubnis. Ja, mit der Brille kommt das Auto auch noch mal ein bisschen schneller. Wir machen das jetzt schon so lange. Ich weiß gar nicht, mein neues Auto-Video, das auf diesem Kanal ist. Aber es sind einige. Geil, und ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen für den extrem krassen Support seit jetzt 11 Jahren. Ich mache seit 11 Jahren YouTube und seit 11 Jahren streame ich. Und dass ihr immer noch so zahlreich am Start seid, mich supportet, ist nicht selbstverständlich und ich wünsche euch allen das 100-fache zurück. Wir fahren im besten Norddeutsch-Wetter jetzt nach Buxtehude. Dann schmeiße ich den Kollegen hinter der Kamera raus, der fährt mit der Bahn nach Hause. Heute ist nicht Leon hinter der Kamera, sondern Vertretung, weil Leon ist Urlaub machen. Ja, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet, ob es euch gefällt oder auch nicht. Und in dem Sinne sage ich meinerseits, Kuss auf die Nuss
Nein. Ich würde so gerne jetzt Stoff geben. Scheiße, Mann. Wiederschauen und reinhauen. Ja, Freunde, wirklich starkes Video von Monte. Sei ihm gegönnt an der Stelle. G steht für gönnen und für geiler Bock. Ja? Also, ne, Spaß beiseite, aber das ist wirklich ein Traum von jedem bestimmt, von jedem Autoliebhaber und so weiter. Deswegen bleibt dran, wie ich am Anfang gesagt habe, Disziplin und Konstanz und ihr werdet es inshallah erreichen. Ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen. Like das Video, wenn euch das gefallen hat. Lasst einen Kommentar da für den Algorithmus, egal. Schreibt irgendwas, macht von mir nur so auf der Tastatur, egal, schreibt was. Scheiß drauf, für den Algorithmus, Freunde. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Demnächst kommen auf jeden Fall Vlogs, es kommt Gym-Content. Mit so Challenges, Bestrafungen, wird auf jeden Fall geil, wird Spaß machen, ich verspreche es euch. Und ihr kennt es bereits von mir, umarmt eure Eltern. Ciao.